Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Asterix und Obelix Heroes. Im Moment echt mein Lieblingsgame, muss ich wirklich sagen. Macht mir richtig Laune irgendwie. Hat einen coolen Speed, finde ich. Man findet immer wieder mal neue Karten, die man irgendwie ins Deck einbaut und lernt immer neue Dinge. Auch die Helden haben irgendwie einen Impact. Finde ich irgendwie alles ganz geil gemacht, also so das ganze Feeling. Die Präsentation ist ein bisschen, ja, schwächer. Dafür sind die Dialoge nochmal ganz geil hier vor den Bosskämpfen und so, finde ich schon, ist der ein oder andere Witz, der typische Asterix- und Obelix-Humor, kommt da so ein bisschen rüber, den ich noch so in Erinnerung habe. Jo, Labarababa, trotz allem würde ich jetzt sagen, wir machen einfach mal hier auf der Weltkarte in Gallien weiter, dass wir zu 65% abgeschlossen haben. Zuletzt im Steinbruch sind wir einfach durch die Mitte gelaufen und wollten die Hindernisse wegmachen. Dort war dann, was war da, so ein Busch oder sowas, ne? Da war schon ein Baumstamm, aber die Talentprüfung war dann irgendwie Buschfähigkeit oder so irgendwas. Also irgendwas mit einem Busch oder so. Ja, und jetzt sind wir im Lager Kleinen Bonum angekommen und ich würde sagen, wir ziehen die Story durch. Also hier Gallien ziehen wir durch. Dann gucken wir nochmal die Kapitel nach, für die es für uns leicht ist, wahrscheinlich was zu holen. Also Kapitel 5 und 4, glaube ich, war das noch. 4 und 5, genau. 6 haben wir die Sehenswürdigkeit. Ah ne, 4 habe ich sie auch. Okay. Echt, hatte ich sie in 4 auch? Ich sehe es gerade auf meinem Zettel. Tatsächlich, es fehlt nur hier 5. Dann würde ich sagen, holen wir hier Kapitel 5, machen wir dann vielleicht noch ein bisschen genauer, holen uns die Schatztruhen, machen die Hindernisse weg, holen uns ein paar Sternkämpfe hier noch ab und dann geht's generell in dem nächsten Kanutenwald weiter, bis wir unsere Karten weiter upgraden, weil ich denke, hier hinten wird es schon heftiger. Hier Steinbruch haben wir gesehen, sind plötzlich ganz neue Talente, die erfordert werden. Wir brauchen auch ganz andere Werte so langsam, wahrscheinlich hier genauso. Und vor allem dann später hier im Kanutenwald und so weiter und so fort. Also in den neuen Kapiteln sind die Talentprüfungen wahrscheinlich umso härter und die werden natürlich leichter, wenn unsere Karten schon aufgewertet sind. Also ist so ein Henne-Ei-Problem, sag ich mal. Und ich würde es jetzt ganz gern so angehen, dass wir einfach in der Story so weitermachen, dass wir erstens mal ein bisschen vorankommen, so typisch Metroidvania-mäßig, dass man schon ein gewisses Teil des Spiels gesehen hat, gewisse Helden freigeschaltet hat, die vielleicht, wie gesagt, gewisse Talente schon haben, dann kann ich auch abends zum Beispiel mal Heldenkarten farmen oder sowas, hab dann schon gute Heldenkarten, die Talentprüfungen sind leichter und ich kann euch flüssiger die ganzen Baumstämme da aus dem Weg packen und die Sehenswürdigkeiten abstauben. Jo. Da muss man immer so den richtigen Moment finden, mal gucken, ob wir ihn finden, aber ich habe das Gefühl, dass wir schon recht gute Karten haben, dass wir relativ lang uns hier schon aufgehalten haben. Jo, so ist die Sachlage hier, wir können natürlich trotzdem gerne hier die Sehenswürdigkeit uns auch mal ansehen, sollte ich dorthin kommen. Das heißt, wir gehen unten den Weg entlang, gehen dann beim Hindernis nach unten und laufen dort zur Sehenswürdigkeit, dann wieder hoch und laufen geradeaus weiter zum Bossfight. So machen wir das und dazu holen wir uns diesmal, würde ich sagen, unsere stärksten Leute mit. Der Angler-Dude finde ich eigentlich ganz gut, aber ich würde gern Obelix dann mitholen statt ihn hier. Weil Obelix ist halt schon ganz nice als Tank. Ich hätte Obelix gern rein optisch so vorne stehen. Geht das? Ja, geht, alles klar. Ja, so in der Richtung. Wir hätten demolieren, könnten wir da draufsetzen. Er ist auch ein Wächter, ne? Da hätten wir zwei Wächter. Ein Heiler, oder wie die heißen, die Beschützer oder sowas. Asterix, ja gut, Majestix war noch ganz nice, ne? Ist auch unsere Dreierkarte. Und greift auch alle Gegner direkt an. Ne, da geht er doch raus und Majestix kommt mit. Dann ist das, denke ich mal, so unsere beste Truppe noch. Rein vom Level her ist es auch so. Gut, alles klar. Dann machen wir wähle unsere Decks. Immer wenn man das Spiel neu startet, fragt er das ab. Okay, das wissen wir ja mittlerweile. Leider Gottes immer noch optisch so, wie es hier so dargestellt wird. Könnte man ein bisschen krasser machen. Ja, und da habe ich doch ganz gute Hoffnung, dass wir das jetzt ganz gut hinbekommen. Das römische Lager Compendium genießt gerade seine Mittagsruhe. So, da wären wir. Sollen wir klopfen, oder? Vielleicht wollen sie sich ja in einer Reihe für die Backpfeifen aufstellen. Wir gehen jetzt einfach rein, die werden schon merken, dass wir da sind.
So ist es. Und wir gehen unten entlang, haben wir gesagt, ne? Ich gucke nochmal ganz klar zur Sicherheit. Genau. Genau. Wir gehen hier runter, gehen hier so rüber, holen uns die Schatztruhe mit. Oder das Lagerfeuer, weiß. Ah, wobei, wir sind das erste Mal hier. Die Kämpfe könnten hart sein. Also gehen wir hier am Lagerfeuer vorbei. Gehen hier entlang, hier, dann hier runter. Genau. Und dann hier zum. Ja, zu der Abfrage hier, die wir vielleicht dann schaffen. Also gehen wir mal hier zum ersten Kampf. Auf geht's. Ja, kann man immer so ein bisschen seine Kämpfe auch planen, wo man dahin möchte. So, er könnte jetzt direkt schon mal in die Gegner hier reinkleppern und die Gegner erleiden dann mehr Damage auch danach. Alles klar, Special. Das ist schon mal eigentlich ein nicer Beginn hier. 23 Schaden einfach schon mal auf die Gegner gesetzt. Die fangen wieder an, hier... Jetzt habe ich hier leider Gottes Bodycheck drin, was ich aber... Naja, gut, mache ich jetzt. Da ist schon einer weg. Bumm. Der ist schon brutal. Obelix ist einfach geil. Ich wollte eigentlich hier schwere Knochen und so ziehen. Kann ich natürlich auch später ziehen. Jetzt ist irgendwo hier schon die Motivation flöten gegangen, glaube ich, ne? Von irgendjemandem. So, ja, mach mal Vorsicht, biss ich auf die drauf. Wir hatten jetzt die Motivation verloren. Was? Idefix oder was? Keine Ahnung. Ah, hier können wir Motivation wieder erhöhen. Ja, machen wir bei ihm. Hat nämlich eine sehr hohe Motivation schon. So, und dann können wir hier verletzlich anwenden und so. Sehr schön. Geschwächt, geblockt und so weiter. Rums. Sehr geil. Ja, da merkt man schon, die sind ganz nice drauf. Hier die Dudes. Das passt. So, jetzt wollten wir hier zum Lagerfeuer gehen. Das heißt hier rüber. Schatztruhe unten lassen wir vorerst mal liegen. Ich würde sagen, ähnlicher Kampf beginnt mal wieder. Wie eben. Genau, haut nämlich richtig rein hier, Majestix. Schwächt die Gegner richtig krass. Hier, allen Gegnern Schaden zufügen. Gut, Rüstung ist drauf, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Reicht trotzdem, um den einen oder anderen wegzuhauen. Und geschwächt wirkt noch genau. Konnte ich jetzt gar nicht genau berechnen. Hat sogar gereicht, um alle umzuhauen. Mega nice, die beiden. Hauen da alles weg. So, Teammotivation können wir noch normal hochziehen, ohne Snacks, ne? Genau. So, gehen wir hier weiter und dann an der nächsten Kreuzung nach unten. Gleiches Spiel mal wieder. Wir kloppen rein, würde ich sagen. Setzt die natürlich auch massiv unter Druck, dann müssen sie direkt schon was machen. Und dass sie halt geschwächt sind, ist eigentlich auch ein schöner Start, ne? So, und wir haben wieder die Karte gezogen. Tschüss! Ah, das ist schon krass. So kann man natürlich krass farmen jetzt, ne? Die einfach da wegkloppen. Kann man auch irgendeinen Helden mitholen und dann hier an der Stelle echt farmen. Das geht eigentlich ganz gut. So, läuft doch unerwartet gut, finde ich. So, gleiches Spiel. So, jetzt haben wir drei Leute, die da Damage machen wollen. Rums. Ah, der greift nur zwei an. Okay, nicht alle Gegner. Schade. Ich glaube, das macht er später, ne? Wenn er weiter auflevelt. So, jetzt können wir es natürlich mal machen. Hier, Obelix, komm, zieh dir mal die ganze HP hier rein. Du bist, genau, bist jetzt, hast jetzt Spott auf dir drauf. Die greifen dich an. Jo, ist okay. Dann können wir ihm jetzt auch zum Beispiel, genau, wir können ihm HP geben und reflektierend. Das heißt, wenn die jetzt angreifen, machen wir im Prinzip Damage. Wunderbar. Sehr gut. Wenn auch nicht so viel. Und wir können die Motivation nochmal erhöhen. Zum Beispiel, ich will von den beiden die Motivation oben halten. Um vielleicht da irgendwas damit anfangen zu können. Hätte Albträume auf alle Gegner funktioniert? Nein, ne? So, jetzt können wir hier einen relativ gefährlichen Gegner weghauen. Rein von den Attacken her. Ja, hauen wir ihn weg. Hat die meiste HP und... gut, Obelix wird angegriffen bei dem anderen da, das nervt. Also relativ stark, zweimal Obelix angegriffen, hinten auch nochmal Obelix, da kriegt er schon richtig auf die Nüsse. Da müssen wir jetzt schon gucken, dass wir den wegbekommen. So, hier 21 Schaden auf alle Gegner, mitgeschwächt, macht's gut. Das ist schon krass, oder? Wenn man jetzt noch die Motivation richtig hochzieht und dann von der Motivation ausgehend... Ach ja, es war fast klar, ne? Von der Motivation ausgehend, können wir ja, dann noch mehr Damage machen, weil da ja nochmal ein Boost an Schaden kommt. Also Majestix haut zuerst verletzlich drauf und dann meine ganzen Helden, die eventuell, also Obelix zum Beispiel oder auch Majestix, der generell schon eine hohe Zufriedenheit hat, macht dann auch nochmal 25 oder 50% mehr Damage, glaube ich, je nachdem, wo er da steht.
Ja, Zelt des Generals, wir brauchen der Hammer-Dude dabei. Wie heißt der nochmal? Hammer, Helm, nee, Automatics, ne? Das war klar, weil er war am Anfang im Dialog. Das sind eigentlich immer so die Zeichen. 2 Sterne und 20 Level müssen wir mit ihm haben. Weiß ich gar nicht, ob ich das habe. Aber ist gut zu erreichen, ne? Ist unproblematisch zu erreichen und dürfte man dann auch machen können. So, hier nochmal die Autorität. Rums. So, das ist krass. Majestix, ich liebe dich. So, da gab es einen Betäubt. Das ist nicht so geil. Jetzt buffen sie sich nochmal mit Leben hoch und heilen sich so ein bisschen. Hier können wir Body checken. Da hätte ich einen weg, der auch wieder heilen will. Das mache ich jetzt auch, bevor ich da irgendeinen anderen Vorsicht-Bissig-Move mache oder so. Vielleicht komme ich jetzt zur Motivation. So, ja, hätte ich. Ich bin aber leider betäubt. Ah, bitter. So, hier HP und Reflektieren auf Majestix, optimal. So, da gibt es wieder irgendwelche Debuffs und so. Hier auch Reflektieren und HP machen wir dann mal hier hinten drauf. Machen noch eine Rüstung auf uns drauf, alles klaro. Gehen wir mal so eine Runde rein. Ja, Reflektiert wirkt noch, alles klar, ich war gerade irritiert. Hier hätte ich besser Heilung jetzt gewirkt, naja, egal. Ich wollte eigentlich noch eine Runde jetzt absichtlich ziehen, um halt eventuell jetzt gleich noch Motivation wirken zu können. Leider nicht. Schade. Ja, komm, dann machen wir eine weg. Das war's. So, wenn der das nächste Mal dran ist, ist Feierabend, sofern da keine Heilung oder irgendwas kommt. So, hier können wir nochmal heilen und Energie oder irgendwas herstellen oder sowas. Wunderbar, leckere Brühe. Fide Fix. Mein Hundi Freund. Sauf. Gut. Und hier das gesamte Team heilen. Und macht's gut. Sehr geil. Ja, läuft doch ganz in Ordnung. Auch wenn die Motivation bei manchen absinken, jetzt glaube ich gefährlich abgesunken ist. Hier gehen wir am Lagerfeuer vorbei. Hier gehen wir an der Schatztruhe vorbei. Hier kommt aber direkt wieder ein Lagerfeuer. Wir wollen den Dungeon abschließen. Also ist Schatztruhe für mich jetzt zuerst mal uninteressant. Wir stellen die Teammotivation wieder her. Und gehen 2 Kämpfe machen, wo wir jemals 8 verlieren Motivation, also mindestens mal. Und dann gehen wir, also 16 verlieren und dann gehen wir hin und ziehen die Motivation mindestens auf, um 20 wieder hoch. Oder ich sauf sogar die Tränke, mal gucken. So, ich könnte halt hier das da machen, oder? Macht Sinn, dann greifen die mich schön an, können sie ihre Rüstung da hochziehen und so ein Kram. Dann können wir vielleicht über unsere Motivationskarten Motivation herstellen. Das ist, denke ich mal, sinnvoll. Kann man mal reinbeißen. Genau, auf alle. Aber dann reflektieren. Oh, nicht gesehen. Gar nicht drauf geachtet. Sinnlos. Naja, egal, hat trotzdem ordentlich Druck gemacht. Und hier, Wände, demoliert Schaden. Ja, auf einen an, ne? Motivation der gesamten Truppe, komm. Und sie sind geschwächt. Ja, da ziehen sie eine Fresse, die Leute. Es ist so geil. So, da können wir nochmal heilen. Ziehen jetzt eh eine Fresse, machen keinen Schaden mehr, ne? Hier 9 Schaden, das kann man aushalten. Hier reflektieren. Wen wollen sie angreifen? Obelix, ne? Der hat eh super viel HP, hat noch eine Rüstung. Alles klar, können wir so machen. So, da fallen die da dran fast schon um. Ja, machen eh keinen Schaden, selbst wenn er durchgeht. Weil eben die Motivation so gering ist. Hier, demoliert, Bodycheck, mach's gut. So, vielleicht kommt jetzt nochmal Motivationskarte, wäre ganz nice. Da haben wir einen Motivationsgewinn in der Lagerfeuerphase sozusagen. So ist es. Oh, sehr schön. Ihn. Ja, sind wir nämlich knapp davor, den richtig hochzuziehen, also auf 120 zu bringen. So, jetzt können wir nochmal heilen und reflektieren. Machen wir so, genau. War auch der richtige Char, weil Obelix eh im HP-Plus-Bereich sozusagen gerade ist. Und Majestix nicht. Jo, machen wir mal so. Rums. So, und was hätten wir noch? Hier gesamtes Team hochheilen. Ich, wie gesagt, gehe immer noch auf Zeit. Jetzt kommt ja meine Dame da hinten wieder an die Reihe. Vielleicht wieder mit Motivation, genau, und da haben wir da schön Motivation gewonnen. Ich gehe wieder auf Obelix und wende noch ein Reflektieren an, auch hier. Na, demolieren wäre sogar sinnvoller gewesen, wenn es gegangen wäre, weiß ich jetzt nicht. Tschüss, macht's gut. Also, wir haben jetzt einen Motivationsboost schon gehabt im ersten Kampf, sehr schön.
schon mehr, als wir hier verlieren, mehr oder minder. So, und jetzt haben wir das nochmal die Chance und können dann am Lagerfeuer die Motivation nochmal hochziehen. Jetzt ist irgendwie Obelix zuerst dran, warum auch immer. Will ich reflektieren lieber? HP? Nee, komm. Machen wir schwere Knochen. Zuerst ziehen wir die ganze Aggro auf uns. Genau, weil wir sind dann im HP-Plus-Bereich, der dann hier runtergeprügelt wird. Sozusagen ist die ganze Runde völlig umsonst dann von den Gegnern. Wir können hier draufknüppeln, da sind sie schon massiv angeschlagen. Dann kommt unser Hundi, der Furcht wirken kann und so. Oder Bodychecken, um einen Gegner direkt wegzumachen. Wer nervt? Der nervt, der ist gestärkt. Tschüss. So. Hat der Gegner schon eine Runde weniger am Start. Gut, jetzt fängt er an, nochmal mein Inventar zuzuklatschen. Und wir können die Motivation nochmal runterziehen. Dann machen wir das halt. Schade. Ja gut, hinten der ist nicht betroffen. Hier können wir allen Gegnern Schaden verursachen. Ja gut, komm. Wir müssen es nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir hauen die einfach weg. Oder ihn noch weg, den verbliebenen Gegner. Jo, man merkt so langsam, dass die Karten stark werden, ne? So, jetzt ist es eigentlich nicht mehr lange bis zum Boss und die Motivation ist unten. Wir fressen hier solche Geschichten. So, Motivation um 10 hochziehen können wir machen bei den beiden. Ist egal, auch wenn die Tränke dann jetzt auslaufen. Hier nochmal Motivation um 20 können wir auch machen. Da holen wir uns Obelix, der richtig reinkloppt. Und dann haben wir sonst nichts mehr an Motivation. Ist da alles schon weg? Doppelte Erfahrungspunkte. Ja komm, was soll's, wir hauen den Kram mal raus, dass wir da aufsteigen. Ja, auf ihn. Wir brauchen den Kram ja nicht zu sparen. Warum? Was soll ich damit, ne? So, hier und da machen wir das da. Alles klaro. So, die haben gut gefuttert. Jetzt gibt's XP, auf geht's. So, hier nochmal tanken. Alles auf dich ziehen und dich damit heilen. Es sind Römer. Obelix, es sind Römer. So. Dann haben wir das da. Bodycheck oder die Autorität. Ich bin für die Autorität. Macht mehr Druck bei den Gegnern, weil auch geschwächt am Start ist und wir dann einfach mal mehr Damage machen. Jetzt kommt da leider eine Reflexion. Aufpassen. Dann machen wir mal Vorsicht bissig. Bringt aber, glaube ich, noch gar nicht so viel. Hier Furcht. Muss ich nochmal genau gucken, wann das stark wird. Ich glaube, wenn Idefix aufsteigt, ne? So, und hier Motivation, mega nice. Und so ziehen wir jetzt Obelix einfach mal in den total positiven Bereich. Und geben ihm hier einen Demoliert, genau. Weil er halt reflektiert drauf hat, wo ich jetzt eigentlich keinen Bock habe, dass der mich stresst. So, hier können wir einen Gegner angreifen. Ah, der ist leider nicht verletzlich. Jo, da hau ich einfach nochmal rein. Machen das trotzdem, mache ich hinten auf den letzten, weil hier ist Rüstung drauf, nervt mich. Mache ich zwar mehr Damage und ziehe Karten, ist okay. Aber dann mache ich es lieber hier hinten, mache normalen Damage. Okay, alles klaro. Ja, das mit der HP hätte ich jetzt noch nutzen können. Bitter. So, hier nochmal verletzlich und Damage zufügen. Machen wir auch nochmal hinten auf ihn. Ja, hauen wir den hinten weg im Moment. Gut, alles klar. Ja, ist in Ordnung. Hier hat demoliert gewirkt. Wie gesagt, er hat noch reflektiert drauf. Wir versuchen unsere eigenen Leute